So, Lascha ist nun bei mir. Erstmal herzlich willkommen und besten Dank, dass du kurzfristig eingesprungen bist am 23. September bei NFC 15. Ja, das war wirklich eine gute Chance für mich. Darum habe ich so schnell genommen, diesen Kampf. Ja, wir haben uns ja vor gar nicht allzu langer Zeit unterhalten, vor deinem Kampf in Magdeburg. Und auch nach dem Kampf konnten wir ja noch mal kurz im Käfig miteinander sprechen. Und du hast sehr, sehr klar gesagt, dass dein Ziel der Titel ist und dass du eigentlich jeden im Bantamgewicht dafür auch schlagen würdest. Hättest du gedacht, dass die Chance dann so schnell kommt? Ich habe gar nicht gedacht, wirklich. Ich habe gerechnet Anfang nächstes Jahr. Aber guck mal, habe ich schon gesagt, nach dem Kampf, nach dem Cage, habe ich schon gesagt, ich hole den nächsten Titel, NFC-Titel dieses Jahr in Magdeburg. Guck mal, das war von Gott, dieses Geschenk. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. War ein interessanter Zufall. Und ich glaube sogar, dass du ja eigentlich schon Urlaub in die Heimat geplant hattest. Ne? Du wolltest eigentlich nach Georgien. Ich wollte, aber jetzt nicht mehr. Wegen meinem Kampf. Hast du quasi die Heimreise abgesagt oder zumindest erstmal verschoben? Dann kannst du ja vielleicht dann gleich den Titel mitbringen das nächste Mal. Ja, genau. haben wir so geplant nach dem Kampf. Also Ende September haben wir geplant. Musstest du lange überlegen, als die Anfrage kam? Weil die Zeit war ja nicht sehr lang. Es waren ja nur noch 3 oder 4 Wochen vorbereitet. Nein, nein. Also Sascha hat mich gesagt, ja, dann habe ich zugesagt sofort. Weil, wie gesagt, ich wollte schon kämpfen für Titel. Natürlich, NFC-Titel ist ein riesengroßer Schritt für jeden MMA-Kämpfer. Deswegen, das war eine gute Chance für mich. Also für beide, für Morris auch natürlich. Ja, und es ist natürlich auch für uns als Veranstalter gut, dass wir einen starken Ersatzmann präsentieren konnten. Weil das war ein wichtiger Kampf, Holzer gegen Adorf. Und so kurzfristig nimmt sowas natürlich auch nicht jeder an. Also wir waren am Ende auch froh, dass du das Ganze angenommen hast, waren auch froh, dass es Maurice angenommen hat. Jetzt haben wir uns, als wir in Magdeburg bei dir waren und mit dir gesprochen haben vor dem Dom, haben wir uns ja über die komplette Bantamgewichtsszene unterhalten, über das Federgewicht unterhalten und so weiter. Und du hast damals gesagt, ein Adorf wird es nicht aus der ersten Runde rausschaffen. Damals stand der Kampf aber noch nicht. Jetzt, wo der Kampf steht, wie wird der laufen? Ja. Was ist deine Prognose? Das freue mich schon sehr. Und meine Prognose für dieses Kampf, also ich beende den Kampf in erster Runde. 100% bin ich sicher. Das ist mein Ziel. Ich weiß es nicht, wie läuft Kampf, aber das ist mein Ziel. Und dann ich bin 100% sicher. Ich mache in erster Runde beendet. Also ich beende in erster Runde Kampf. Adolf kann nicht meine Schläge oder Kick halten. 100% bin ich sicher. Mal gucken, wie läuft Kampf. Du hast in deiner Karriere... Ich bin auch gespannt. Ja, gespannt sind wir auch. Du hast in deiner Karriere ja schon auch ein paar große Namen gekämpft. Also wenn wir an den Februar denken, Kurschet, Kakarov gekämpft. Jetzt zuletzt einen sehr, sehr erfahrenen Mann mit dem Brasilianer. Wo würdest du Maurice Adorf einordnen, was seine Fähigkeiten angeht, im Vergleich zu deinen Gegnern bisher? Ist das der stärkste Gegner, den du bisher hattest, oder was würdest du sagen? Nee, Maurice, wirklich, also... Wenn ich jetzt gucke zum letzten Kampf, ist wirklich viel, viel besser geworden als damals. Schlau gekämpft, letzter Kampf, taktisch gekämpft. Viel, viel besser Striking gezeigt, letzter Kampf. Aber es für mich, das reicht nicht. Also ich brauche noch stärker Leute, weißt du. Und mal gucken. Aber wie gesagt, ich beende im ersten Rundenkampf. Ich bin 100% sicher. Hauptsache, dieses Kampf muss stattfinden. Also haben wir noch 2 Wochen Zeit. Gibt es etwas, das du im Training verändert hast? Oder hast du dich irgendwie speziell auf Maurice vorbereitet? Oder gehst du in diesen Kampf rein wie in jeden anderen Kampf auch? Denn er hat ja einen sehr, sehr speziellen Stil. Er ist deutlich größer. Haben wir auch viele Rechtsausleger bei uns. Mache ich auch Sparring oder ein bisschen Partnerarbeiten. Aber ist kein Problem. Bei mir läuft ganz normal Training wie damals. Also nichts Besonderes. Mal gucken, ja. Maurice hat in seinem letzten Kampf, du hast ihn ja gerade auch angesprochen, mit Tasso einen Gegner gehabt, der auch kleiner ist als er, der auch immer nach vorn kommt, viel drückt, viel Pressure, viel Druck macht, ganz ähnlich wie du eigentlich. Und er hat es sehr, sehr gut geschafft, Tasso zu neutralisieren.
Er hat den lang gehalten, er hat ihn weit weggehalten, hat ihn nicht an sich herankommen lassen und hat dadurch den Kampf am Ende gewinnen können. Wie willst du verhindern, dass er das bei dir auch macht? Das nicht vergessen, das war erstmal Federgewicht. Jetzt kämpft Bantamgewicht, das Kampf ist ein bisschen anders. Wenn du ein Kilo, ein Gewichtsklasse runterkommst. Aber ja, ich kann auch so gut bewegen wie Morris. Ist kein Problem. Sogar vielleicht viel besser. Und was soll ich sagen? Also ich bin sicher. Ich schlage ihn erste Runde. Klare Ansage. Ich habe nichts Besonderes. Ich bin sicher 100%. Ja, wie hast du? Du hast es in Magdeburg, glaube ich, ganz schön gesagt. Du hast gesagt, deine Fäuste sind ich wie. Wenn ich im ersten Kontakt mache, ich ihm diese Brasilianer zum Schlafen schicken und dann habe ich schon gesagt. Also ich sage nicht, was ich nicht mache. Ich sage 100%, was ich kann, wirklich. Ja, du hast es in Magdeburg ja gut gesagt. Du hast gesagt, deine Hände sind wie Schlaftabletten. Wenn er sie bekommt oder wer sie bekommt, der muss einschlafen. Aber tatsächlich sind ja nicht nur deine Hände gute Waffen, sondern du bist ein sehr, sehr vielseitiger Kämpfer. Du kannst gut kicken, du hast gute Knie. Aber es ist eben ein MMA-Kampf und es ist durchaus möglich, dass das Ganze auch auf den Boden geht. Maurice ist jetzt auch nicht unbedingt als Bodenkämpfer bekannt, aber gegen einen K.O.-gefährlichen Striker wie dich könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest ein bisschen versuchen wird zu ringen und das Ganze auf die Matte zu verlagern. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin MMA-Kämpfer. Ich kämpfe nur in Striking, kann ich auch Boden, ohne Problem. Habe ich viele gute Ringer bei uns, zum Beispiel Karan Mosebach. Ich mache auch mit den Sparring und läuft ganz normal. Ist kein Problem. Okay. Boden kann ich auch. Aber ich denke, bei uns Kampf läuft in Stand. Nicht im Boden. Wie sieht denn dann der restliche Plan für das Jahr aus? Also du wirst dann wahrscheinlich den Urlaub in Georgien erstmal nachholen und gesetzt. Wenn alles, wenn läuft so wie ich geplant, wenn ich schlagen Morris, dann ich will nochmal dieses Jahr, Dezember ist letzte Veranstaltung, ja? Ja. Dann ich kämpfe gerne Dezember. Okay. Gegen wen, weiß ich nicht, aber ich muss meinen Titel verteidigen. Und dann gegen wen ist kein Problem. Okay. Ist mir egal. Dezember muss ich nochmal kämpfen, also Dezember. Wir haben parallel also mit Maurice Adolf gesprochen und haben den natürlich auch zu dem Kampf befragt. Und er hat jetzt gesagt, er wird auf jeden Fall durch Finish gewinnen, egal ob K.O. oder Submission. Und er glaubt, dass wenn einer von beiden ringt, dann, dass du derjenige sein wirst, der ringen wird, der versucht, dem Standkampf sozusagen zu entkommen. Was sagst du dazu? Also Morris ringt bei mir, oder? Er glaubt, dass du derjenige sein wirst, der ringt. Ach nee. Weil du nicht mit ihm striken möchtest. Nein. Ich fäng niemals Ringen oder Grappling. Also ich bin MMA-Kämpfer, kann ich wirklich alles. Aber ich bleibe im Stand. Wirklich. 100% ich bleibe im Stand. Und ich finische ihn im ersten Runde im Stand. Mit brutalem Knockout. Er hat so gesagt, ja, dann kein Problem. Ich wollte das. Ja, also und was sagst du dazu, dass er sagt, er finisht dich in der ersten Runde? Was ist deine Meinung dazu? Ach, ist nur, er kann sagen, weißt du, er kann das sagen. Aber wenn ich das sage, ja, ich mache das, aber er kann das nicht. Er kann das nicht. Okay, Lascha, vielen Dank. Wenn ich sage, ich mache das, 100% bin ich sicher, aber er kann das nicht. Sehen wir, ja, es ist 2 Wochen, nicht so weit. So sieht's aus. In 2 Wochen sind wir schlauer. Es ist nicht lange. Mal gucken, was passiert im Kampf. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was ich sage, 100% mache ich das. Ich bringe den nächsten Titel, NFC-Titel, dieses Jahr in Magdeburg. Ah, das habe ich schon gesagt, im Juli. Jetzt ist Zeit. Das klingt alles sehr, sehr gut, Lascha. Ich weiß, du bist gerade mit deiner Familie im Park. Ich möchte dich gar nicht weiter sozusagen von der Freizeit abhalten. Du hast einen wichtigen Kampf vor dir. Du brauchst deine Ruhe am Wochenende. Viel Erfolg im Training. Bleib gesund. Wir sehen uns spätestens in Essen. Und ja, das letzte Wort gehört dir.
Boris, gut vorbereitet, mein Freund. Ich will dieses Mal ein bisschen länger kämpfen. Lascha, alles klar. Vielen Dank und beste Grüße nach Magdeburg. Tschüss. Ciao, ciao.